So, hi Leute und herzlich willkommen. Ja, heute machen wir so ein bisschen Fahrzeugpflege und zwar habe ich speziell bei meinen allen älteren Fahrzeugen bemerkt, dass es Probleme gibt, dass die Schweller, ja, Stichwort Alhambra, Schweller rosten durch und speziell auch an den Kotflügeln vorne. Da habe ich schon vor ein oder vor zwei Jahren ein Video zugedreht, dass da sich unheimlich Dreck drinne sammelt. Und da stehe ich irgendwie gar nicht drauf. Und ich würde sagen, wir gucken heute da rein. Quasi ein Pflegevideo, ne? Fahrzeugpflege, aber einer anderen Art. Ne? Einfach nur mal die Radkästen sauber machen. Die schauen wir uns einmal im Detail zusammen an. So, hier machen wir einmal kurz die Radhausschale ab und schauen da drunter, was sich hier angesammelt hat. Hier sieht man auch ohne Ende Macken vom Steinschlag. Die müssen normalerweise ausgebessert werden. Das muss mal bei nächster Gelegenheit gemacht werden. Es ist aber hier nass und ich vermute schon fast, dass hier ohne Ende Dreck drin ist. Weil es ist ganz schön, die Feuchtigkeit, die sitzt hier einfach. Das Ding ist mit Sicherheit voll mit Moos und Schmocke da drin. Schaut euch das an. Hier wachsen ja schon bald Bäume. Also, sowas hier. Ist natürlich richtig Katastrophe. Ja, was hier bleibt ist, ich werde hier mit einem Dampfstrahler reingehen müssen und hier einmal richtig reinigen. Und wenn ich das dann gereinigt habe, dann kommt hier Wachs rein. Erstmal natürlich gucken, ob hier irgendwo Rost ist. Wenn kein Rost ist, Wachs. Wenn Rost ist, dann erstmal Rostumwandler. Und danach, ja, das ist ja unglaublich hier, was hier so alles drin ist. Leute. Wow! So, und hier geht es irgendwo hin. Ich glaube, es geht hier in den Schweller. So. Und da sitzt das Zeug auch drin. Ach nee. So, hier. Oh Gott. Hier ist es voll. Also hier ist auch voll mit. Guck mal, ich kann hier durchdrücken. Also da sitzt hier voll mit Motsche. Also ich mache jetzt mal eins. Ich werde das mal bei Gelegenheit mit einem Dampfstrahler, dann nehme ich mir meinen Torx-Schlüssel mit, dann werde ich das fluten und richtig was reinhalten, damit das hier richtig sauber wird. Und jetzt schauen wir mal nach unten, guckt euch an, wie viel das ist. Ja, also hier. Das alles. Das alles nur hier drinnen. So, und das alles passiert jetzt nochmal vorne links, hinten links und hinten rechts. Aber dafür brauche ich euch nicht mitschleppen. Ihr habt gesehen, wie es hier aussieht. Und das muss auf jeden Fall gemacht werden. Sonst haben wir schon in kurzer Zeit eine Durchrostung von innen nach außen und das macht ja keinen Sinn, das muss nicht unbedingt sein.
Okay, Leute, eigentlich habe ich euch gesagt, ich will das jetzt hier alleine machen ohne euch, aber schaut euch das mal an. Also das muss man erstmal sehen. Seht mal. Ist unglaublich, oder? Also das ist schon echt übel viel, übel viel. So, nur vorne, links und rechts. So Leute, habt ihr das gesehen? Also das waren bestimmt, weiß nicht, 1,5 Kilo Sand, Motsche, also es war alles da drin, vorne links und vorne rechts zusammen, also links war mehr als rechts. Hinten habe ich noch gar nicht geschaut und zwar ist da eine Schraube rund. Ich werde das einfach mal bei Gelegenheit machen, wenn ich hinten die Räder mal abmachen muss oder sowas, dann nehme ich die Rathausschalen ab. Heute nicht, aber ich habe mal einfach unter der Rathausschale einen Finger da reingetan und festgestellt, dass da eine Riesenöffnung ist. Riesenöffnung, und ich habe auch keinen Sand oder ähnliches gespürt, gefühlt. Hier vorne links und rechts war es zu sehen, war die Feuchtigkeit quasi an der Rathausschale zu sehen. Man konnte die Feuchtigkeit so rausgucken sehen. Heißt also, an den Kanten, an den Abschlusskanten war es feucht. Hinten links und hinten rechts ist es nicht so. Aber ich werde dem trotzdem auf die Spur gehen und ich will es mir natürlich auch genau angucken. Ich will ja nicht, dass der mir so schnell ja unterm Hintern wegrostet wie der Alhambra, und deshalb so ein bisschen vorbeugen, sauber machen, und dann könnt ihr mir vielleicht den Tipp geben, weil es ist ja immer schmutzig, ne? Auch wenn ich da mit einem Kercher dran gehe oder sowas, wird es ja trotzdem ein bisschen schmutzig dran bleiben. Was kann ich denn da machen? Mache ich da Rostumwandler drauf oder mache ich da einfach Hohlraumschutz rein? Was ist, wenn ich den Schmutz mit einschließe? Und ich glaube, es ist sowieso besser, wenn ich damit bis zum Sommer warte. Nächstes Jahr Sommer, oder? Ich glaube, das wird eine gute Idee sein. Ja, das war's auf jeden Fall. Heute einfach mal so ein bisschen die Rathausschalen gereinigt und einfach nur so leichte Kost für zwischendurch, Leute. Das war's. Und für euch als Tipp, ne, auch einmal reinschauen, auch wenn ihr euch einen Gebrauchtwagen kauft oder was auch immer, es kann wirklich schnell gehen, dass es dort anfängt zu gammeln. Ne? Und für die Autos schon länger haben, vor allem die unter Bäumen stehen oder sowas, ne, da ist das ratzfatz, ist das komplett zu. Und ich habe schon mal ein Auto gehabt, das war halb voll. Ich habe schon ein Auto gehabt, das war wirklich halb voll in der Rathausschale. Und ja, das Fahrzeuggewicht ändert sich natürlich auch dadurch. Ne? Spaß beiseite, Leute. Ne? Einfach für euch als Tipp, guckt euch das an, damit ihr keine Durchrostung an diesen Stellen kriegt. Ich habe da jetzt auch keinen Rost gesehen. Ihr habt es wahrscheinlich besser gesehen als ich jetzt gerade. Ich habe so gut rangezoomt. Da war viel zu sehen. Kein Rost zu sehen aus meiner Sicht jetzt. Ja. Alles klar, das wär's in diesem Video, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf die nächste Kleinigkeit, die wir hier zusammen machen können. Und an dieser Stelle würde ich sagen, wir sehen uns demnächst auf YouTube. Ciao, euer Schrauber.